denen du spielen konntest und ganz viel Spaß hattest. Und wie versprochen, erzählen wir dir jetzt, nach den Sommerferien, eine neue Geschichte. Natürlich geht es in der Geschichte wieder um Jesus. Du weißt schon einiges über Jesus. Zum Beispiel, dass Jesus vielen Menschen geholfen hat. Zum Beispiel hat er sich um den blinden Bettler Bartimäus gekümmert. Und weil sich Jesus um Bartimäus gekümmert hat, ging es Bartimäus bald wieder besser. Was ein Wunder! Aber Jesus hat nicht nur Bartimäus geholfen, sondern auch seinen Freunden. Und wie er seinen Freunden geholfen hat, das erzählen wir dir jetzt in dem Video. Sieh mal, das hier ist Jesus. Und Jesus wollte einmal einen Ausflug mit seinen Freunden machen. Zusammen wollten sie einen See überqueren. Der See war wirklich groß und das Wasser war sehr tief. Deshalb setzten sie sich in ein kleines Boot. Sie blieben eine ganze Weile dort sitzen. Und irgendwann war Jesus ganz müde. Er legte sich hin und schlief ein. Und dann begann es zu stürmen, zu donnern und zu blitzen. Und da schwappte auch schon eine große Welle über das Boot. Die Freunde von Jesus bekamen große Angst. Sie weckten Jesus und riefen: Jesus, es stürmt und blitzt, wir werden alle untergehen. Da stand Jesus auf und sagte: Sei still! Plötzlich hörte es auf zu stürmen. Der Himmel wurde wieder heller. Die dunklen Wolken gingen weg. Der Regen verschwand und der See wurde wieder glatt. Alles war wieder ruhig. Alles war wieder gut. Da sagte Jesus: Glaubt an mich. Wenn ich da bin, wird euch nichts passieren. Dabei zeigte Jesus auf das stille Wasser. Was eine tolle Geschichte. Eine Geschichte mit einem guten Ende. Eine Geschichte, die sagt, dass wenn wir an Jesus glauben, alles gut werden kann. Dann gibt es kein Durcheinander. Da, wo Jesus ist, geht das Durcheinander weg. Dann hört der Sturm auf. Dann wird alles gut. Und wenn du einmal traurig bist oder dich allein fühlst, dann denk einfach an Jesus. Vielleicht fühlst du dich dann gar nicht mehr so allein. Denn auch wenn du Jesus nicht siehst, kannst du ihn vielleicht in deinem Herzen fühlen. Und vielleicht geht es dir dann schon besser. Und dann ist alles wieder gut. So, als ob die Sonne scheint. So ein Schiff ist ja eigentlich ganz schön. Wenn du auch so ein Schiff haben möchtest, wie in der Geschichte, dann zeigen wir dir nun, wie man so ein Schiff bastelt. Nimm ein Blatt Papier. Am besten ein DIN A4 Blatt. Falte das Papier einmal in der Mitte. Jetzt ist das Papier nicht mehr ganz so groß. Jetzt ist das Papier nur noch halb so groß. Drehe das Blatt einmal so wie ich. Nun liegt die offene Seite unten. Siehst du? Dann falte das Blatt noch einmal zur Mitte hin. Wenn du das gemacht hast, öffne das Blatt wieder. Nun hast du hier eine Falte. Danach musst du die beiden Ecken des Blattes zur Mitte hin knicken, da wo die Falte ist. Ecke 1 und Ecke 2. Fertig. Ecke 1 und Ecke 2. Fertig.
Als nächstes musst du den Rand hier nach oben falten. Auf der einen und auf der anderen Seite. Jetzt musst du diese kleinen Ecken wegfalten. Wieder auf beiden Seiten. Und wenn du das gemacht hast, hast du ein Dreieck. Siehst du? Ecke 1, Ecke 2, Ecke 3. Halt das Dreieck in der Mitte mit deiner Hand. Öffne das Dreieck, dass es so aussieht. Nun drücke es fest. Jetzt hast du nicht mehr drei Ecken, sondern vier. Dann nimm die untere Ecke und falte sie nach oben. Dann drehst du das Papier um und machst das auf der anderen Seite. Nun hast du wieder drei Ecken. Nun halte das Dreieck wieder in der Mitte. Öffne das Dreieck wieder und zieh die Spitzen auseinander. Nun hast du ein Schiffchen. Vielleicht willst du das Schiffchen ja noch anmalen. Vielleicht schreiben deine Eltern auch deinen Namen auf das Schiffchen. Und dann kannst du das Schiffchen schwimmen lassen. Toll, oder? Und denk dran, Jesus ist immer bei dir und beschützt dich. Und nun beten wir noch zusammen ein Gebet. Lieber Gott, manchmal habe ich große Angst. Vor dem großen Jungen in der Nachbarschaft, vor dem Hund, der laut bellt, vor dem Gang in den Keller. Auch Erwachsene haben manchmal Angst. Alle Menschen haben manchmal Angst. Doch Gott, du verstehst meine Angst. Du lachst nicht über meine Angst. Ich brauche dich. Hilf mir, meine Angst zu überwinden. Amen.